So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo. Komm. Nimm davon, geh mal. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viertel, Kumpel. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Kerl, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir frei. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schafft das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Da geht's runter. Hallo, Kleiner. Hallo. Okay, hüpf an Bord. Das ist wie die Kugel und die Halterung von Sepho. Was macht man damit? Moment mal. Ja, die Position muss genau stimmen. Oh.
Vielleicht soll das da reingehen, Alter. Nein. Alter, jetzt bleib ich hängen. Alter, ich geb's bald auf. Da wird ein Steam-Behälter liegen. Den kann ich sicher gut brauchen, aber ich erwisch ihn nicht, Alter. Fast. Scheiße. Na, zu langsam. Gut, ich geb's auf, Leute, ich geb's auf. Bevor ich euch hier langweile. Weiter jetzt. Ja, da wollte ich hier hin. Willst du mal reinsehen? Oh, du hast was gefunden. Ja.
Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Oh. Hilfst du mir, mein BD? Komm schon, BD. Der arme Bockling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Super, Kumpel. Ich wusste, dass du da rein. Wenn man ehrlich alles viel besser entdeckt hätte. Hast du Spaß da drin? Könnte man sich ja viel leichter mit den Bossen und so weiter fighten. So, ich muss dann nochmal schauen, wo ich bin. So, ich schaue jetzt nur noch kurz nach, was ist offen. So, ich bin am richtigen Weg. Jetzt nimmer. Oh, macht so Spaß. Du bist überhaupt nicht da. Sehr gut, Kumpel.
Hey, Sir. An was denkt ihr gern bei Cordova? An die Holo-Schachspiele. Cordova war immer so beschäftigt, ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Aber für Holo-Schach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich. Unsere Ansätze waren komplett verschieden. Kaum dachtest du, du gewinnst, war's vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt. Ja, jeder auf seine Art. Hey, BD, hier drin. Du erstaunst mich immer wieder, Kumpel. Also, was hast du? Na, wie komme ich da jetzt rüber? Glaube ich. Brauchen wir nicht. Sind auch die Gegner wieder da. Alter. Ich spüre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Na gut, jetzt machen wir das. Wer weiß, was uns erwartet. Irgendwas findet man immer. Oha. Und los, BD. Krass. Krass, krass, krass. Wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach.
Okay. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Thank you.
schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lass dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. So, hier halten wir aber mal inne. Hier werden wir die Folge beenden. Ich bin der Fangamer. Seid gespannt auf die nächste Folge, auf den Kampf. Macht's gut, bis dann. Ciao und Baba.